So, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel SV Sandhausen gegen Greuther Fürth. 4.850 Zuschauer, Spielstand oder Endstand 1:1. Die beiden Trainer sind bei mir. Zu meiner Linken unser Trainer Alois Schwarz, zur Rechten Stefan Rutenbeck. Und wie sich das gehört, Herr Rutenbeck, haben Sie die ersten Worte. Wie war das Spiel aus Ihrer Sicht hier bei unserem Hartwald? Freitagabend, Flutlicht, neuer Rasen. Ja, auch mal von mir erstmal einen guten Abend. Ja, ich fand das Spiel war sehr intensiv. Es wurden viele Zweikämpfe geführt. Beide Teams haben sich nichts geschenkt. Es war hart, aber nicht unfair. Und von daher ja, ist dann schlussendlich, glaube ich, das 1:1 für beide Teams auch gerechtfertigt. Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht, haben drei gute Möglichkeiten gehabt. Davon haben wir dann eins auch dann gemacht, haben dem Gegner nicht so viel Raum gegeben, haben die Offensivspieler gut zugestellt. Ich glaube, es gab eine Kontersituation, 6., 7. Minute, wo wir auch ein bisschen Glück gehabt haben, als der Ball mal so durch einen 5-Meter-Raum dann auch mal gegangen ist. Aber schlussendlich waren wir dann da und haben es entsprechend verteidigt. Und ja, deswegen glaube ich auch völlig verdient dann auch 1:0 in die Halbzeit gegangen. Zweite Halbzeit nehme ich einfach mal vorneweg, bevor ich dann nachher gefragt werde, warum wir dann so schlecht waren in der zweiten Halbzeit. Sandhausen hat eigentlich 28 Punkte, wäre eigentlich Dritter und das haben sie in der zweiten Halbzeit dann auch gezeigt. Sie waren sehr präsent, ein bisschen was umgestellt gehabt, einen zweiten zentralen Stürmer gesetzt. Vielleicht, aber kann der Alois nachher vielleicht was zu sagen, vielleicht das Spiel ein bisschen einfacher strukturiert, mit vielen auch längeren Bällen operiert und das ist auch dann schwer zu verteidigen. Also gegen so einen Jovanovic oder auch einen Boadus dann, wie sie auch die Bälle ablegen, das machen die richtig gut. Und das war auch nicht so einfach. Was mich ein bisschen ärgert halt, ist halt, wie wir das Gegentor bekommen haben. Wir haben gewusst, wie Sandhausen kontert und das muss man überlegen, wir haben 1:0 geführt in Sandhausen und spielen selber dann ins Pressing rein und werden dann weggekontert. Das darf halt da nicht passieren. Und wir haben der Mannschaft auch gesagt gehabt, die darf keine Tiefe haben hinter der Viererkette, also eher immer auf Torsicherung aus sein. Das hat sie in der Situation eigentlich das einzige Mal nicht gut gemacht. Dafür sind wir bestraft worden. Schlussendlich muss man auch sagen, wie es dann auch ausgespielt worden ist, war auch richtig gut. Also das muss man auch dann immer wieder anerkennen. So wie Jovanovic das Ding da nochmal querlegt, das war schon klasse. Nach dem 1:1 war mir stabil. Das war letzte Woche nicht so. Es gab noch eine Möglichkeit auf den ersten Pfosten, auch war mal ein bisschen unaufmerksam. Wir haben noch eine Möglichkeit gehabt mit Marcel Franke bei einer Standardsituation, aber ansonsten war da nicht mehr viel und wir haben dann auch gut verteidigt und das war in der letzten Woche, in den letzten Minuten dann eben nicht so gewesen. Deswegen glaube ich und hoffe ich, dass wir da wieder einen Schritt weiter sind. Die Mannschaft kann verteidigen, hat einen Punkt geholt beim eigentlichen Tabellendritten und das nehmen wir mit und das ist für uns positiv und ja. Freuen uns, an diesem Wochenende einen Punkt geholt zu haben. Dankeschön. Alois, deine Sichtweise zu den 90 Minuten. Ja, der Stefan hat ja nicht alles gesagt und ich kann das eigentlich nur teilen, dass wir auch mit dem 1:1 sehr zufrieden sind, vor allen Dingen, wie es gelaufen ist. Und wir haben natürlich in der Vorwoche in Duisburg in der zweiten Halbzeit eine Lethargie gehabt und die haben wir ein bisschen mit reingenommen in diese erste Halbzeit. Wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Der Gegner hat den Ball sehr gut laufen lassen und hat man auch gesehen, was für eine starke, technisch starke Mannschaft Greuther Fürth ist. Und wie der Stefan auch gesagt hat, wir hatten gleich zu Beginn was zu überstehen, wo Knaller sehr gut hält. Dann haben wir den abgefälschten Schuss, den Knaller gut hält. Und der Standard zum 1:0 war dann auch verdient für die Fürther. Ja, und dann haben wir in der Halbzeit auch gesagt, dass wir, weil wir überhaupt keinen Faden gefunden haben, dass wir ein bisschen enger stehen müssen, dass wir aggressiver spielen müssen, vor allen Dingen mit viel mehr Mut, mit mehr Herz, was in der ersten Halbzeit gar nicht war. Wir hatten viel zu viele Ballverluste, den Gegner immer wieder eingeladen, in Ballbesitz zu kommen. Ja, und dann haben wir gleich nach der Pause durch die Umstellung, das habe ich auch noch dann wahrgenommen, dass Kosecki ein bisschen angeschlagen war, aber auch so war heute seine Leistung nicht ganz so gut. Deswegen haben wir auch, weil wir nicht so vorne reingekommen sind, mit der zweiten Spitze gespielt. Und das hat sich dann auch relativ schnell ausgezahlt. Die erste
Situation gleich durch Klingmann. Ich glaube, der hat 48 Gedanken im Kopf gehabt, ob er schießt, ob er querlegt, ob er ihn nochmal anhält, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird es dann noch geklärt, da muss man schon aufs Tor gehen. Und dann hat der Rani das wirklich super gemacht. Und ich glaube, nach dem 1-1 war es relativ ausgeglichen. Und vielleicht waren wir sogar ganz zum Schluss einen Tick eher an dem 2-1 dran, was vielleicht nicht ganz verdient gewesen wäre. So, wir können mit dem 1-1 leben. Was mich freut ist, weil wir in Duisburg ja nach dem 0-1 so ein bisschen ja, die Ordnung verloren haben, ein bisschen auseinandergebrochen sind, dass wir nach dem 0-1 weiter stabil waren und das auch den Punkt noch verdient haben. Dankeschön.